Herzlich willkommen. Ja, wir haben es den nächsten Tag und ja, ich wollte gerade am Galender filmen, aber da ist diese Wildgans, die kam so richtig auf einen zu, hatte ich dann ein bisschen Sorge. Deswegen habe ich das Weite gesucht, weil man konnte da so Kolkfische sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir an einer anderen Stelle die besser sehen können. Ja, wir haben es jetzt so gegen Mittag, also kurz vor 12 und es ist ein bisschen ruhiger hier. Man hört jetzt hier so Staffellauf, also so Wettrennen ist hier auch wieder nebenbei dem Sportplatz. Also eben konnte man auch einen Kolkfisch sehen. Da sind bestimmt auch eine Menge drin. Also ganz geradeaus da hinten, wo mein Finger ist, da sieht man auch welche. Also da hinten am Geländer, da wo mein Finger ist, wie so Kreise, da stehen wir ja dann oft. Und da kann man das eigentlich sehen. Aber das ist diese Wildgans. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Und dort hinten, wenn ich jetzt hier so zeige, da hinten, da ist das Wildganspaar mit den Kleinen. Also ich habe heute, habe ich nochmal eine Halloween-Tasche mitgenommen. Ich habe hier insgesamt noch so 3 kleine Tüten, wo Halloween-Sachen drin sind von der lieben Fimo-Tinker, was ich gekauft habe von dem Paket. Und ich habe mir gedacht, dass ich das immer so hier draußen filme und das dann zusammenschneiden werde. Also einen Teil habe ich gestern schon gedreht und den anderen Teil werde ich gleich drehen irgendwo. Da setze ich mich dann schon hin und zeige euch das, weil dann könnt ihr nämlich auch kommentieren. Ach, da hinten ist auch wieder so ein Staffellauf, sehe ich gerade. Das ist eine andere Runde. Also hier in der Nähe sind ja auch ganz viele Schulen und durch diese Schulen machen die dann da auch immer so Sport, sehe ich gerade. Und da, wo ich gestern gefilmt habe, sehe ich gerade, dass sie da auch in das Waldstück hineingehen. Ach, da muss ich mal gucken. Dann machen die Runde, glaube ich, durch den Wald. Ja, da kann ich da heute gar nicht so filmen, wie ich das vorhatte. Ja, gestern Nachmittag hatte ich ja auch gefilmt. Da war ja auch Staffellauf, also hier um den See herum. Und jetzt das andere, im anderen Teil, jetzt laufen die da hinten rum, aber das ist eine andere Klasse, glaube ich, weil die scheinen ein bisschen jünger zu sein und die laufen durch den Wald, also da, wo ich gestern lang gelaufen bin. Ja, ein bisschen schwierig. Naja, vielleicht machen die auch bald Mittagspause. Also, die sind schon alle ziemlich sportlich. Ah, die kommen ja durch den Wald hinaus. Also, die machen dann so eine Runde. Also, finde ich auch irgendwie toll, dass die Schulen das hier so machen. Also, das ist so eine Sekundarschule. Die gehört zu einem Gymnasium dazu. Also die ersten Klassen vom Gymnasium, die sind hier oben. Und dann die Oberstufe, die ist dann woanders. Also weil mein Mann, der ging früher selbst dort auf die Schule und die haben halt sehr viel umgebaut. Und mein Mann möchte gerne, dass mein Kleiner da irgendwann auch mal hingeht. Aber so wie ich das so sehe, dass die so Sport sehr durch den Wald machen und so, so die dritte Begegnung mit der Schulklasse, dass sie das alles hier so nutzen, finde ich auch ganz gut. Also die rennen wirklich da, sage ich mal, wo wir immer spazieren gehen. Aber die gehen dann noch so durch so ein anderes Teilstück, wo ich aber nicht hingehe, weil man da nicht so gut fahren kann mit dem Kinderwagen. Nun ja, habe ich euch so ein bisschen erzählt. Ich gucke mal, ob ich mich hier unten dann hinsetzen kann, am Ententeich, und es euch da zeigen kann.
So, ich mache erstmal die Kamera aus. So, jetzt stehe ich ganz nah am Ufer. Das sind die Enten, die waren sonst hier, die saßen da und als wir gekommen sind, sind die dann weggeschwommen. Aber keine Wildgans in Sicht. Das ist gut, weil wenn die hier sind, dann wird nämlich ganz schnell, dann kommen die ganz schnell und wenn man in der Tasche raschelt, dann sind die auch, wollen die auch immer was zu futtern haben. Ich zeige euch das mit den Heulfischen. Seht ihr das da vorne? Da sind die. Ja, jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Die sind richtig groß. Wir haben in der Stadt, also in einem Stadtteil, haben wir so ein Gartencenter. Und da gibt es auch so Kalkfische. Ja, das ist hier, sieht man die so. Aber das Wasser ist ein bisschen trüb. Ja, und da ist der Kinderwagen. Da setze ich mich jetzt gleich hin und dann zeige ich dann die Halloween-Sachen. Die mache ich dann aber separat in einem Video. Und morgen ist dann die andere Tüte dran. Erst habe ich gedacht, ich nehme zwei mit. Aber dann habe ich mir gedacht, dass mir das doch dann ein bisschen zu viel. Weil das war so anstrengend. Ich habe alles selber runtergebracht. Also diese Babywanne mit meinem Kleinen drin, dann die Wickeltasche, die ist auch echt schwer wegen dem Wasser und heißes Wasser. Dann meine Tasche, Umhängetasche und dann diese orange Tasche auch noch. Aber alles gut geschafft. So, dann werde ich das dann einfach mal gleich zeigen, was da so drin ist. Aber das werde ich dann separat dann filmen für euch. Also dann kommt dann auch irgendwann ein Video, dann schneide ich das dann auch nur noch zusammen. Ja, ich melde mich dann gleich nochmal. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier wieder im Wald. Eben war hier noch die Schulklasse und ist hier durchgerannt immer. Ich war eben am Ententeich und wollte da meine Halloween-Tüte filmen. Und das hat nicht funktioniert, weil dann diese Wildgans, die war eigentlich am anderen Ende vom See, aber die hat uns beobachtet und ist dann auf uns zugeschwommen und hat das dann gar nicht gemerkt. Und plötzlich stand sie vor uns und machte ihren Schnabel auf und guckte uns so mit großen Augen an. Ja, und das war mir dann ein bisschen nicht so geheuer. Und man weiß ja nicht, ob die denn zuschnappt, weil ich habe gestern gesehen, gestern wurde die Wildgans von jemandem verfüttert. Also habe ich mir gedacht, mache ich das einfach so, suchen wir das Weite und gehen woanders hin. Ja, und dann habe ich gesehen, dass die Schulklasse dann sich auf den Weg wieder zur Schule gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehen wir hier einfach hin und der Platz, der ist wieder frei. Da füttere ich manchmal ja auch meinen Kleinen und man hat dann einen guten Überblick rechts und links, ob jemand kommt. Kann man dann nochmal gut filmen. Ja, und dann zeige ich euch gleich ja die Halloween-Tüte. Das mache ich dann aber separat. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. So, ihr Lieben, ich habe den Inhalt der Tasche gezeigt. Morgen kommt der nächste Teil dran. Ja, jetzt sind wir schon eine Stunde unterwegs. Ich habe eben gerade in meinem Video erzählt, dass ich das auch noch nie gesehen habe, dass jemand so wirklich filmt im Wald, beziehungsweise das ist so ein Teilstück. Also hier hat man ja auch so einen festeren Weg und der ist auch nicht so groß, also sage ich mal, da kann man gut spazieren gehen, beziehungsweise gut mit dem Kinderwagen fahren und ich wusste auch nie, wie weit dieser Wald, also dieser Weg geht. Das habe ich ja mit meinem Kleinen ausprobiert. Letztes Jahr habe ich das nie gemacht. Da war ich dann öfters mal alleine unterwegs gewesen, im Winter, als ich noch nicht schwanger war. Da habe ich das mal gemacht, aber da war mir das nicht so, ja, so sicher, wenn man ganz alleine ist. Ja, also wie schon gesagt, das ist ein bisschen komisch. Also ich kenne keinen YouTuber, der ja seine Sachen hier in der Natur filmt. Also ich habe das einfach jetzt so gemacht, weil es einfacher für mich ist, weil ich da mehr so die Ruhe dafür dann habe, die Sachen so zu zeigen, weil es ist oft ein bisschen schwierig. Ihr habt gesehen, also Action Hauls gehen halt manchmal nur von unterwegs. Wenn ich Sachen gekauft habe und ich dann noch Zeit habe, dann zeige ich euch die.
dann immer so im Schnelldurchlauf. Also das ist schon so ein bisschen schade, weil zu Hause habe ich nicht so die Ruhe dafür. Weil mein Mann macht ja Homeoffice und dann kommt er ja ganz oft immer dann ins Zimmer rein und guckt dann bei meinem Kleinen und dann wird man ja dann auch gestört, dann kann ich auch nicht filmen. Dann schläft ja mein Kleiner dann nicht so oft tagsüber. Das heißt, zu Hause ist er dann oft wach. Man hört dann immer die Geräusche, Babygeräusche. Und dann ist die Kommentarfunktion dann immer ausgestellt. Ist jetzt auch nicht schlimm oder so. Das soll man auch nicht falsch verstehen, aber so ist es für mich einfach einfacher, finde ich. Und so könnt ihr auch einfach kommentieren. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen das einfach mal zu kommentieren. Also das ist oft schwierig. Also ich habe ja auch letztens die Möglichkeit ja auch gegeben unter meiner Community, dass ich da gepostet habe und dass man da noch mal schreiben kann, wenn man möchte, zu dem Video. Ja. Also ich genieße das einfach auch an der frischen Luft einfach auch. Also das tut auch unheimlich gut. Also so Bewegung und frische Luft kann man noch mal Kraft tanken und so. Dann hat man einfach noch mal eine bessere Luft. Und ich glaube, das ist auch ganz gut für die Haut von meinem Kleinen. Und das schläft hier eigentlich auch ganz gut. Also ich denke mal, wenn das Wetter morgen wieder so gut ist, dann werden wir morgen auch noch mal kommen. Ja, und dann haben wir ja auch dann mal schon wieder Freitag. Ja, und dann nächste Woche geht es dann wieder los. Das heißt, dann haben wir wieder Termine. Ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg wieder. So, da vorne sind dann wieder diese Wildgänse. Eine Wildgans wollte hier ja diese Wiese hochgehen und deswegen ist dort, glaube ich, der Papa. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchfahren kann. Sehr, sehr süß. Ich fahre mal ein bisschen näher dran und ansonsten drehe ich dann eventuell einfach. Zu sein eigenes Köpfchen, sage ich mal. Ich da einfach durchgehen. Gefaucht. Richtig gefaucht. Oh mein Gott. Da sind noch die Keulfische. Oh mein Gott. Ich gehe da, glaube ich, nicht wieder durch. So, hier sind noch die Keulfische da. Und hier ist auch noch mal einer. So richtig riesig. Da ist auch, daneben ist auch noch so ein dunklerer Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Soeben haben mich die zwei Wildgänse richtig angefaucht. Mal gucken. Ja, und da vorne ist auch noch mal so eine Wildgans, die ganz am Anfang war. Und ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt da dran vorbeikommen sollen. Da hinten sind auch Fußgänger, einmal in beiden Richtungen, die kommen auch nicht weiter, weil die Wildgans ja, da sind und die kamen da gar nicht dran vorbei. Ach, das ist sowas mit diesen Wildgänsen. Also im Winter waren die noch nicht da. Ich weiß nicht, ob die irgendwo hinfliegen
im Herbst, Winter und dann, dass sie dann so dann wiederkommen. Da muss ich mich erstmal erkundigen, einfach bei diesen Tieren. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. Genießt die schöne Sonne. Ja, und vielleicht gehen wir gleich nochmal zum Indoor-Flohmarkt. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.